Wissen Sie noch, was vor 3 Jahren war? Da guckt sie, hat sie mich nur angeguckt und hat nichts mehr, hat nicht reagiert drauf. Ne? Da bin ich ins Büro bei der Psychologin rein und wusste genau, das wird nichts. Das Okay. hat sich von Anfang an erledigt gehabt. Herzlich willkommen zurück hier bei Sedura, deiner Online-MPU-Vorbereitung. Heute haben wir wieder eine sehr interessante Erfolgsgeschichte hier bei uns in Düsseldorf. Und zwar den Thomas. Der Thomas ist mit Punkten aufgefallen und hat seine Punkte-MPU Vorbereitung bei uns gemacht und hat seine MPU dann bestanden. Der Thomas ist tatsächlich sogar ein Punktewiederholungstäter, also hatte schon mal eine MPU gemacht wegen Punkten und hat sie damals auch bestanden. Ist dann wieder erneut aufgefallen, also es ist eine extrem schwere MPU gewesen, die er aber dann zum Glück ganz am Ende auch gemeistert hat. Erstmal vielen Dank, Thomas, dass du heute bei uns bist. Einfach auch, dass du mit mir über diese ganze Sache sprichst und vor allem, was andere auch sehen, was du für Erfahrungen gesammelt hast. Und auch erstmal danke, dass du zu uns gekommen bist nach Düsseldorf. Hattest du eine gute Anreise gehabt? Ja, danke. Ihnen schon. Ja, das ist super. Hab mich auch gefreut, auf den Termin heute schon gefreut gehabt. Und ja. Wir hatten ja den vor 3 Wochen schon mal vereinbart, wo ich absagen musste. Ja, ja. Aber genau, Gott sei Dank hat es geklappt. Hat das ja nochmal geklappt. Und wo kommst du ursprünglich her? Aus welcher Stadt? Aus Freiburg. Aus Freiburg. Also, genau. Ist schon ziemlich weit betrachtet von der Fluglinie zu Düsseldorf. Ja, und natürlich. Und was ja. ist damals bei dir passiert? Also, warum wurde der Führerschein dann eingezogen bei dir erneut? Erneut Punkte. Ja. 8 Punkte gehabt. Eben zu dem Zeitpunkt, wo dann die ganzen gelben Briefe und die ganze Vormahnungsgeschichte kam, bin ich umgezogen, weil mein Vermieter verstorben war. Ja. Und durch das hatte ich eben meine Post relativ spät erst gekriegt, wo dann aber das Ablaufdatum, sag ich mal, schon verstrichen war. Und, ja. Also die Frist quasi. Richtig, okay. Das heißt, die ganzen gelben Briefe hast du so gar nicht oder erst zu spät richtig, wahrgenommen? Genau. Ah, okay. Das ist natürlich dann... hart. Ne? Ja. Bevor wir weitermachen, möchte ich einmal kurz das Gutachten durchgehen. Ja, gerne. Kurz als Beweis, dass du wirklich bei uns auch die Vorbereitung gemacht Problem. Hast. Genau. Kein Problem. Hier bei der ersten Seite sehen wir einmal ganz genau, wann du dein MPU gemacht hast. Auf den nachfolgenden Seiten, auf der dritten Seite tatsächlich, fängt die Aktenübersicht an. Hier sehen wir die Auffälligkeiten mit den Punkten. Und danach bei der Seite sehen wir auch ganz wunderbar hier, dass du die Vorbereitung bei uns gemacht hast, bei der Sedura Consulting GmbH und deine MPU dann ganz zum Schluss auch bestanden hast. Das sehen wir auf der letzten Seite. Dass es nicht mehr zu erwarten ist, trotz der wiederholten Verstöße, dass du das Ganze nochmal machst. Somit hast du deine MPU bestanden. Nochmal Glückwunsch an der Stelle. Dankeschön. War ja ein harter Kampf gewesen, ne? Das also, war ziemlich heftig, ja. Also ja, ich habe, wie gesagt, 2019 freiwillig auf meinen Führerschein verzichtet. Ja. Nachdem ich angeschrieben wurde von der Führerscheinstelle, ich sollte doch hingehen und entweder verzichten oder sie ziehen allein. Wo ich mich dann erkundigt habe, was geschickter oder was einfacher wäre, wo dann zu mir gesagt worden ist, ja, geh einfach hin, gib ihn ab. Ja. Das wird dann auch schriftlich in der Akte hinterlegt und alles. Und das sieht nachher bei einer MPU eben auch besser aus. Ja. Und habe dann leider Gottes 2 MPUen verhauen. Mhm. Auch meiner Schuld. Was ist denn da passiert bei der ersten MPU? Ja, das sind wahrscheinlich... Also, wahrscheinlich hat dem Gutachter diese Reflexion nicht gereicht, ja. Also sprich, er hat nicht das gehört, was er hören wollte von mir wahrscheinlich. Also wie war das Gespräch denn gewesen bei der ersten? War das einfach oder war das eher so ein richtig nervenaufreibendes Gespräch? Nee, ich muss sagen, also, das war damals in Mannheim. Ja. Da ging es eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war ein Psychologe, der war eigentlich in Ordnung. Ja, also ein gutes Gespräch. Es hing ganz alleine an mir damals. Ja. Und nach der zweiten MPU, die ich dann in Freiburg hatte, da bin ich ins Büro bei der Psychologin rein und wusste genau, das wird nichts. Das hat sich von Anfang an erledigt gehabt. Woran hast du das festgemacht? Also was ist da genau passiert? Sie hatte die Akte ständig vor sich liegen. Also meine komplette Führerscheinakte. Ja. Sind 2 Bände. Ja. Hat immer wieder dran rumgeblättert und hat immer wieder Fragen gestellt bezüglich eben, was in der Akte drin steht. Ja, meine Akte ist jetzt, ja, wie gesagt, 2 Bände dick und da alles aus, das funktioniert, das kriegt nichts, das kriegt nicht mal ein Computer hin, glaube ich. Ja, die hat ja sehr viele Sachen, prangen die auch ab bei der Punkte-MPU, ja, die ganzen einzelnen Daten, richtig, delikte Uhrzeiten, richtig, richtig, ne, und das war dann schon ziemlicher Umfang. Hatten die da auch bei der ersten MPU auch Fragen zugestellt? Nein, gar nicht. Also das ist dann fachlich erstmal korrekt gewesen. Gar nicht. Aber ist natürlich bei der Punkte-MPU sehr, sehr, muss halt sehr viele Sachen beantworten können und das ist
Das unterschätzen viele. Es gibt viele Leute, die sagen immer so, dass eine Drogen- oder Alkohol-MPU die schwierigste MPU ist. Aber faktisch gesehen ist eine Punkte-MPU einfach die schwierigste MPU. Das habe ich in meinem Umfeld auch gehabt, ja, wo dann gesagt worden ist, ja, warum? Ist doch einfach. Ja. Sag ich, Leute, nein. Alkoholdrogen kannst du nachweisen, dass du was geändert hast. Ja, mit der Abstinenz. Bei Punkten kriegst du das nicht hin. Gut, mit einer FE70 vielleicht. Mit einer FEV70 vielleicht, ja. Ja. Aber dafür musst du auch erst mal die MPU bestehen. Ja, dass du die 70er kriegst. Ja, ja. Ja, und eigentlich bin ich davon ausgegangen, nach meiner letzten MPU in Saarbrücken letztes Jahr, dass ich das auch machen muss. Ja. Da bin ich definitiv von ausgegangen, weil ja. Die Psychologin mir damals bei der Verabschiedung gesagt hat, sie kann sich noch nicht entscheiden, sie kann mir also keine definitive Auskunft geben, sie muss es nicht nochmal durchlesen. Ja. Ich habe, glaube ich, auch 6 Wochen gewartet. 6, 8 Wochen. Ja, ja. Mhm. Und, aber als ich dann hatte, war das Erleichterung. Ja, ja. Das eine Woche vor dem Geburtstag, das war halt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiles Geschenk. Ja. Definitiv. Aber das Gespräch jetzt bei der letzten Bestand in der MPU, ja. Sagst du, war auch, sie hat jetzt kein Feedback gegeben. Nee, konnte sie nicht. Also sie hat zu mir gesagt, sie kann mir kein Feedback geben, weil sie eben sich nochmal durchlesen muss und für sich nochmal selber Revue passieren lassen muss. Was ich sagen muss, sie hat mir auch viele Brücken gebaut, ganz ehrlich. Also ich muss sagen, gerade was die Daten betrifft, seit 2016 war das Problem bei mir, dass ich punktemäßig aufgefallen bin, wieder mal. Ja. Und, aber sie hat mir auch Brücken gebaut, wo sie gesagt hat, ja, der Zeitpunkt, das war dann da und warum das war. Mhm. Also ich musste gar nicht groß darüber nachdenken, was da war, sondern sie hat mir eben die Brücke gebaut, was da passiert ist. Ne? Und somit konnte ich mich letztendlich auf die Erklärung konzentrieren. Ja, das ist natürlich dann noch einfacher, wenn Sie dann einen kleinen Satzbau vorgeben, wie du was sagen sollst, anstatt wenn ihr sagt, ja, sagen Sie mal, was ist da los gewesen, was wissen Sie das Datum noch, was war was nicht. Das war in Freiburg der Fall. Ja, ja, ja. Also das wurde dann so in Freiburg so gemacht. Die hat wirklich auf den Daten rum, die ist da drauf sitzen geblieben. Ja. Ja. Die müssen doch wissen, was da war. Und wo ich dann auch gesagt habe, sage ich, gute Frau, das war 2016, 17. Wir haben 2000, wann war das? 22. Irgendwie sowas. Das sind 3, 4 Jahre. Entschuldigung. Mhm. Wissen Sie noch, was vor 3 Jahren war? Da guckt sie, hat sie mich nur angeguckt und hat nichts mehr gesagt. Hat nicht reagiert drauf. Ne? Mhm. Aber das war natürlich dann auch irgendwo ein Genickbruch an der Stelle. Ja, aber die hat es nicht aufgenommen. Das war das. Sie hat sich notiert. Das war mein Vorteil, glaube ich. Ja. Wobei, wäre eigentlich auch egal gewesen, weil durchgefallen bin ich in ihren Augen wahrscheinlich von Anfang an gewesen. Ja, verstehe. Ja, garantiert. Ja. Also, also es ist schon sehr turbulent gewesen. Also 2, 3 negative MPUs gab, dann das letzte hier auch kein richtiges Feedback bekommen. Ja. Also es ist schon harte Zeit gewesen. Ja, es waren harte 4 Jahre. Das kann ich dir sagen. Ja. Und ich muss sagen, also ohne euch im Rücken, glaube ich, wir hatten ja auch öfter Kontakt miteinander, wo du mir auch mal eben auf den Finger gehauen hast und gesagt, also, ne, so geht nicht, das kriegst du nicht hin. Ja. Wo ich dann nur geschrieben habe, ja, Motivation geht anders. Ja, ja. Aber da habe ich mir, in dem Moment habe ich mir auch gedacht, so, Freund, mit mir nicht. Ja. Und da habe ich mich eben nochmal definitiv dahinter geklemmt. Ja. Auch wenn meine Schablone zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr groß gestimmt hat, was da die Vorgeschichte war und so weiter. Aber ich muss sagen, kurze Unterbrechung, wenn du deine MPU bestehen möchtest, ohne lange Abstinenznachweise oder als Cannabis-Patient ohne Abstinenz, dann trag dich eben zu einem kostenlosen Beratungsgespräch bei uns ein unter www.sedura.de oder alternativ klick einfach auf den Link hier in der Videobeschreibung. Wenn man die Schablone verinnerlicht, wenn man wirklich, gerade bei mir, was Punkte betrifft, sich selber Brücken baut, im Hinterkopf oder wie auch immer, oder ich habe sie, glaube ich, anfangs, wo ich sie gekriegt habe, 2020 oder wann das war, habe ich sie, glaube ich, 50 Mal abgeschrieben. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe sie zwar nicht handschriftlich abgeschrieben, weil sonst hätte ich keine Hand mehr. Ja, natürlich, ja. Ich habe halt mein Laptop genommen, habe sie in den Laptop eingehämmert. Mhm. Immer wieder gelöscht, neu geschrieben, wieder gelöscht, war mir egal. Ja. Ja, und aber wenn man die wirklich so verinnerlicht und sich eben Brücken baut und nicht denkt, ja gut, es fliegt einem zu oder was, dann kriegt man das auch hin. Also bestes Beispiel bin ich. Ganz genau, das war auch ein sehr hartes Beispiel in der Hinsicht. Ich weiß tatsächlich noch, dass du mich einmal gefragt hast, hey Dustin, wo kann ich denn hingehen, zu welcher MPU, was empfiehlst du mir? Da habe ich tatsächlich auch
ungefähr gesagt, so, hey, es liegt nicht an der MPU-Stelle selber, sondern du musst einfach die Aufarbeitung richtig umsetzen und das Gespräch einfach meistern. Den Schriftverkehr habe ich noch. Ja, ganz genau. Aber das Gute ist, dass zu der Zeit, dass du dann dir im Kopf gedacht hast, komm, den zeige ich jetzt und hast so die extra Portion Motivation bekommen. Ja. Und das ist natürlich wichtig, damit du am Ball bleibst. Aber klar, von der Art der Motivation selber her war es jetzt nicht ein Motivationsspruch, sondern eher ein harter Klatscher, zu sagen, ey, du musst das jetzt ganz genau. Ganz genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ihr habt mir da viel geholfen und meine jetzige Freundin natürlich auch. Ne? Das war halt, die wusste vor mir, dass ich bestanden hatte. Gibt es auch eine Geschichte dazu, aber. Ich weiß, das ist, aber letztlich hat es ja funktioniert. Aber hättest du gedacht, dass das Ganze online funktioniert mit so einer Vorbereitung auch? Ich meine, Freiburg und anfangs, ja gut, anfangs war ich ja in Hessen, wo wir angefangen haben. Ah, war die Geschichte mit dem Wohnwagen-Geschichte. Genau, du bist ja da umgezogen. Genau. Ja. Und ich war skeptisch, ganz ehrlich. Ich habe echt gedacht, naja, ich habe es gesehen im Internet eben von euch. Da hatten wir ja noch keine große Präsenz gehabt im Internet, richtig, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Ja, 2019, eben. Da war noch nicht viel los gewesen. Richtig, ne? Da habe ich, auf was habe ich denn reagiert gehabt? Ich glaube, du hast irgendwie auch was wegen MPU und dann eben habe ich neue Sedura gesehen und ich dachte, ich habe meiner damaligen Freundin gesagt, so, da schreibe ich jetzt hin, da rufe ich jetzt an. Ja. Und okay, der Preis hat mich letztendlich ein bisschen abgeschreckt, ja, aber da ihr einem entgegenkommt, letztendlich, und mehrere Möglichkeiten aufzeigt, wie man das finanziert kriegt, habe ich gedacht, na gut, mehr wie schief gehen kann es nicht. Genau, aber du hast es ja dann letztlich auch gemacht, ne? Ja, warum hast du es gemacht? Weil ich mir gedacht habe, alleine kriegst du es nicht hin. Ja. Weil ich wusste ja vom letzten Mal, dass es nicht einfach ist. Ja. Ich hatte ja damals bei der letzten positiven MPU, hatte ich ja auch einen Psychologen an meiner Seite in Freiburg. Gut, da war ich bei ihm, ne? Da war ich bei ihm im Büro und so weiter. Das war wieder was anderes. Ja. Aber ich war echt skeptisch, wo ich gedacht habe, naja, versuchen wir es einfach. Mehr wie schief gehen kann es nicht und wenn es funktioniert, jederzeit. Und ich bin ja heute schon, also wenn ich gefragt werde von irgendwem, ich hatte Arbeitskollegen, der hatte das Problem, der hat mir auch erzählt, ja, er hat seit 4 Jahren, 6 Jahren den Führerschein abgenommen gekriegt, müsste MPU machen, traut sich aber nicht. Mhm. Da sage ich, Kollege, Sedura, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Schau im Internet oder sag mir Bescheid, dann besorge ich dir Unterlagen, ich habe da kein Problem mit. Ich habe es geschafft mit denen. Und warum soll ich das dann nicht weiter? Warum soll ich dann nicht weiterempfehlen? Ja, ganz genau. Das hilft euch weiter. Demjenigen, der es braucht, hilft. Genau. Wenn derjenige natürlich auch bereit ist, Gas zu geben. Ne? Ja, natürlich. Ja, gut. Das liegt an einem selber. Ja, ja. Ich habe es anfangs auch schleifen lassen. Mhm. Ja, ich habe anfangs auch gedacht, naja, gut. Es fällt mir irgendwie in Schoß oder was. Aber Das ist ein hartes Stück Freiheit, was man sich wirklich zurückerkämpfen muss. Oh, ja. Das ist aber jetzt bei jeder MPU einfach faktisch der Fall. Ja, natürlich. Es gibt natürlich keinen, der irgendwie ganz leicht da reingeht und sagt, ja, und sich einfach so auf einmal einen kompletten neuen Verstand hat. Nein, das kriegst du auch gar nicht hin. Das kann ja gar nicht gehen. Ganz genau, das kann einfach nicht funktionieren. Ja. Ne? Genau. Wie ist es denn jetzt bei dir wieder mobil zu sein, also mit der ganzen Zeit? Das ist ja auch schon 4 Jahre... ohne Führerschein. Ja, das war heftig. Das war heftig, ja. Wie gesagt, also die Zeit in Hessen, wo ich war mit meiner Ex-Freundin, da habe ich groß kein Auto gebraucht. Ja. Ich musste geben, da bin ich Roller gefahren. Aber ansonsten, mir ging es einfach auf den Keks, jeden zu fragen, kannst du mich dahin fahren, kannst du mit mir einkaufen fahren? Und das ging mir so auf die Nerven. Mhm. Meine Mutter wohnt in Lörrach, das sind nochmal 60 Kilometer von mir weg. Also ich musste die jedes Mal, wenn wir einkaufen wollten, zu mir fahren, dann sind wir einkaufen gefahren, dann hat sie mich nach Hause gefahren, dann ist wieder nach Lörrach zurückgefahren. Mhm. Also die war auch den ganzen Tag unterwegs. Und ich habe gedacht, nee, das kann's nicht sein. Ja, dann kam noch Corona und die ganze, das war natürlich... Das war dann das Nächste, Und wo ich gedacht habe, nee, das willst du nicht ständig. Ne? Ja. Und was ich mir dann aber auch mal überlegt hatte, wo ich dann auch Rücksprache mit meiner Mutter und meiner Freundin gehalten habe, sage ich, Leute, wie sieht's aus? Wenn ich jetzt auf C verzichte, auf CE, auf den Großen. Und die mir ein Angebot machen auf der Führerschaftsstelle. Will ich ja sogar machen, weil es ist einfach so, wenn du den LKW-Führerschein hast, du musst MPU machen mit Punkten. Mhm. Das ist nochmal ein Zacken schärfer, wie wenn du nur den PKW-Führerschein hast. Mhm.
sagt jeder Psychologe auch. Ja, ja, ja. Das sagt sogar, das sagst, das sagst ja, ja sogar du auch. Ja, ja. Ja, und machbar da, ist es, aber es ist schwierig. Ja, ja, jetzt, also ja, ja, das, pass auf, jetzt kommt jetzt. Ich habe ja angerufen auf der Führerstelle. Sag ich, Leute, wie sieht's aus? Wenn ich freiwillig verzichte auf den CE, was bietet ihr mir an? Ja, B. Sag ich, was? Sag ich, ich verzichte auf den CE. Ist euch schon klar. Ja, ja, aber es geht nicht anders. Wir können Ihnen nur B anbieten. Sag ich, ne, dann lassen wir das dann. Ne, das mache ich nicht. Das habe ich nicht eingesehen. Ja. Weil dann hätte ich nochmal neu den BE, weil wenn wir wollen in Urlaub fahren mit dem Wohnwagen. Ja. Und mit B funktioniert das nicht. Da brauchst du den BE, brauchst du den Hänger dazu. Ja. Und sag ich, nee, nochmal Geld ausgeben, sag ich, nein. Da war ich nicht bereit dazu. Und, ja. Aber jetzt hast du die MPU gemacht mit der Klasse B oder auch BE? CE. Mit CE, ne? Komplett. Genau. Also ich habe ihn so wieder gekriegt, wie ich ihn abgegeben habe. Genau, mit der großen Fahrklasse. Mit alles drum und dran, ja. Was hast du jetzt aus dieser ganzen Zeit so gelernt, die letzten Jahre? So für dich, fürs restliche Leben, auch gerade im Straßenverkehr? Ja, dadurch, dass ich jetzt wieder LKW fahre. Ja, ich hatte ein Angebot gekriegt von meinem ehemaligen Arbeitgeber, bei dem ich war, bevor ich ihn verloren hatte. Mhm. Wo ich mir dann ausgerechnet habe, wo ich dann nicht schlecht Nein sagen konnte. Und bis zur Abgabe von meinem Führerschein war es mir eigentlich auch egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was heißt egal nicht, aber ich habe mich da auch eher unter Druck setzen lassen. Ja, ja, von Seiten Arbeitgeber, Disponenten, wie auch immer. Was ich mittlerweile nicht mehr mache. Mhm. Ja, wenn es mir zeitlich nicht reicht, reicht es nicht, Arschlitten. Ja, ja, ja. Dann bleibe ich stehen und dann ist Feierabend. Ja, ja. Da kann der Disponent mittlerweile nicht an Decke hopsen und keine Ahnung was, aber es ist mir egal. Ganz genau, weil du musst ja später wieder Leid tragen, wenn irgendwas passiert. Richtig, das, es ist mir so egal. Das, ja, ist, ja. Echt, also, das ist super. Und die Überwachung, die wir als Kraftfahrer haben, ist sowieso das... Ja, das ist natürlich nochmal verschärft. Ne? Ja. Ja, das ist, als Kraftfahrer bist du halt überall mit drin. Ja, egal. Also. Das kriegst du leider nicht raus. Ne? Nee. Letzte Frage, die ich noch an dir habe. Wem würdest du uns empfehlen, vor allem auch warum? Gerade für die Menschen, die sich das Video auch anschauen. Also ich würde jederzeit, würde ich euch weiterempfehlen, definitiv, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ne, mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen, ja, die mich schon gefragt haben und so weiter. Weil man kommt ins Gespräch, definitiv, ne, weil du wirst gefragt, warum ich mit dem Fahrrad komme, nicht mit dem Auto. Und ich bin einer, der halt in letzter Zeit zumindest, also bevor der MPU offen damit umgegangen bin, weil ich gedacht habe, na gut, warum soll ich die Leute anlügen, ist ja egal. Ja. Und ich habe mit euch gute Erfahrungen gemacht, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin euch dankbar dafür, ja, auch wenn es etwas länger ging. Also wie von mir selber gedacht, weil ich habe gedacht, naja gut, gibst du 19 ab, hast du maximal 2021 wieder? Nein, war nicht. Gut, Corona kam dazwischen und verschiedene private Sachen. Und, ja, ja. Aber ich muss echt sagen, also wenn mich jemand fragen würde, was er machen soll, ich würde jederzeit, würde ich sagen, setz dich mit Sedura, mit Dustin in Verbindung. Mhm. Wie gesagt, die können auch gerne sagen, dass von mir kommen, ist mir egal. Ja, aber. Das ist immer schön. Das ist definitiv so, dass ich das auf jeden Fall. Das werde ich auch weiterhin machen. Also, wenn mich jemand in Zukunft fragt, wie es aussieht, das sage ich so. Ja. Wende ich dahin. Ich vermittle auch gerne, habe ich gesagt. Also, habe ich kein Problem mit. Natürlich. Da gibt es ja auch das Partnerprogramm bei uns. Das kann ich dir nochmal zeigen. Das ist mal ganz gut. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, Sedura kann ich nur empfehlen. Cool, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir uns auch das erste Mal kennengelernt haben. Ja, wir kennen uns ja nur telefonisch, online, wie digital, auch immer. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, damit hast du auch vielen Menschen einfach weitergeholfen, damit die auch sehen, was du für eine Erfahrung gesammelt hast, gerade auch im Bereich Punkte MPU, weil viele auch sagen, so schwer kann es doch nicht sein, dass sie einfach mal einen Einblick haben. Vielen, vielen Dank, Thomas, dafür. Kein Problem. Und wenn du deine MPU auch bestehen möchtest, auch ohne lange Abstinenznachweise oder wenn du mit Punkten aufgefallen bist, brauchst du auch gar keine Abstinenz, dann kannst du dich gerne bei uns eintragen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Hier unter diesem Video findest du einmal eine Videobeschreibung, da ist ein Link, der führt zur Website und da tippst du einmal drauf und dann kannst du dich bei uns eintragen. Danach rufe ich dich sofort am Telefon zurück und erkläre dir genau, wie diese ganze Thematik für dich auch funktioniert. Deswegen trag dich ein, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Bis dahin, alles Gute, dein Dustin Sennewald von der Firma Sedura Consulting GmbH. Also bei Sedura hat mir am meisten gefallen oder am besten gefallen, dass wirklich alle in Ordnung sind, dass man Fragen stellen kann, dass alles super beantwortet wird und dass es halt übers Internet läuft. Ne? Man muss wo nirgends hingehen und alles von zu Hause aus machen.